So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Rush Vengeance. Wir haben beim letzten Mal den wohl overpoweredsten Helden, den ich in diesen Spielen je gesehen habe, eiskalt, ein bisschen ausprobieren dürfen und haben jetzt einen neuen Drachen freigeschaltet. Ich bin ja mal gespannt. Du hast jetzt einen extrem hohen Maßstab, an den du dich halten musst, mein lieber Moglun. Schauen wir uns doch mal an, was der kann. Die tausendjährige... Die tausendjährige Moglun, die in den Tiefen der Erde lebt, ist ein junges Mitglied der imposanten Rasse der Magma-Drachen. Sie hatte nie Interesse an tödlichen Konflikten, bis es Wesenern gelang, sie mit dem Juwel aus dem Herzen eines Vulkans zu manipulieren. Ah, okay. Regelmäßig mag er fallen, der Schadenspunkte verursacht. Okay, das hört sich schon mal nicht schlecht an. I'm Lord of the Flame. Jedem Angriff erzeugt Moglun eine Lavapfütze, die bei jedem Feind, der sie passiert, bis zu 10 Schadenspunkte pro Sekunde verursacht. Okay. Das ist so ähnlich wie... Okay. Alle Türme um sie herum verursachen zusätzlichen Schaden. Okay, das ist nicht schlecht. Alle 70 Sekunden. Nee, 10 Sekunden. Ausbruch, der einen Gegner sofort tötet. Ja, das wird wahrscheinlich doch 70 Sekunden sein. Ja, 70 Sekunden war es. Okay. Alle 22 Sekunden schüttelt Moglun ihre Feuerflügel und verursacht bis zu 100 Schadenspunkte bei allen Gegnern in einem Gebiet. Und töten alle Feinde in der Umgebung. Töten alle Feinde in der Umgebung? Na, jetzt bin ich ja echt mal gespannt. Wir fangen am besten einfach mal damit an, dass wir uns dem hier gegenüberstellen. Aber bevor wir das machen, will ich meine Türme noch mal kurz ein bisschen überarbeiten. Ich will die Ork-Schamanen mal wieder ausrüsten. One with the storm. Dann will ich den Gruselfriedhof. Join us. Man should have this power. Und give it fuel. Jo, so sollte das passen zum Ausprobieren. Ah. I'm Lord of the Flame. Krakatoa. Geh bitte kaputt. So, es fängt direkt mit Frostriesen an. Oh mein Gott. Okay. Behold our precious. Die wollen da lang. Gut. Your toast. Und hier geht's mit Draugern los. Na gut. Spooky and scary! Ja, das sieht ja mal geil aus, wenn sie sich da in der Nähe befindet. Dead walking. Hey, I can see my house! The matchbox. Who let the dogs out? So, ihr versteckt euch mal da hinten dran. Oh man, catch my fire. Summer is coming. Summer is coming. Okay, okay. I'm Lord of the Flame. Krakatoa, catch my fire. Runter. Wow. Okay, sie kann tatsächlich irgendjemanden alle 60 Sekunden komplett eliminieren. I'm Lord of the Flame. Krakatoa. Catch my fire.
Summer is coming. Das hier mal ausprobieren. Ja, alles da drin stirbt sofort. Das ist natürlich auch krass. I'm Lord of the Flame, Krakatoa. Ja, da du weiblich bist, bist du eigentlich Lady of the Flame, würde ich sagen. Aber ich will, was das angeht, auch kein Besserwisser sein. Ist mir eigentlich komplett egal, wie du dich nennst. Hauptsache, du machst einen guten Job. Summer is coming. Eisherzen. Und Apexjäger. Die da runter durch wollen. We got a short fuse! Dahin. Ist da oben. Okay. Das ist hier Flächenangriff. Sieht gut aus. Na komm. Dann werde ich mal in die Luft. Where's the matchbox? Spooky and scary. So, wenn ich euch jetzt so nehme, dann werdet ihr nur wieder in diese Form. Das war jetzt nicht ganz so gut. Vielleicht sollte ich hier irgendwas hinbauen. Einfach nur zur Sicherheit. Nee, nur meine Zombies könnten sich damit auf jeden Fall nicht rumschlagen. So. How much power is too much? Ja, bitte vernichten. Okay, jetzt hätte ich natürlich erstmal gucken sollen, was da als nächstes kommt. Da. We got a short fuse. Ja, jetzt habe ich euch tatsächlich ein bisschen zurückgeschickt. Hey, I can see my so. House. Ja, so passt das. Any last words? Another one bites the blast. So. So, du musst da mal helfen. Catch schön. My fire. Someone is coming. Big old I'm Lord of the Flame Katoa. Okay. Feel the wrath of nature. Any last words? Oh! Das habe ich jetzt komplett übersehen, dass da so einer ist. Catch my fire. Let's make some kebabs. I'm Lord of the Flame. This might sting. Könntest du den da bitte zuerst mal vernichten? Where's the matchbox? Oh mein Gott. Any last words? Krakatoa. Catch my
Sehr gut. Ihr müsst auf jeden Fall allesamt hier weg. So. Krakatoa! Nicht meine Trolle vernichten, bitte. Dich hier wegmachen. Catch my fire. This might sting. Dead one. Summer is coming. I'm Lord of the Flame. Okay, sie kommt mir jetzt nicht ganz so overpowered wie jetzt eiskalt vor. Aber nicht schwach. Nicht falsch verstehen, die ist auf keinen Fall ein schwacher Held. Eiskalt ist halt einfach nur übertrieben overpowered. So, hier geht auch mal noch da hoch, einfach nur für zusätzlichen Schaden. Oh, Moment, Moment, Moment. Summer is coming. This might sting. I'm the Lord of the Flame. Krakatoa, catch my Summer is coming. Da habe ich nicht aufgepasst. Das ist das Problem, wenn ich mich auf die Zombies verlasse. Kommen nur in relativ unregelmäßigen Wellen wieder. Sich auf die zu verlassen, ist ein bisschen unzuverlässig. Vielleicht ein bisschen blöde formuliert, aber es ist tatsächlich vielleicht nicht das Beste, sich nur auf die Zombies zu verlassen. 100 Sekunden Abklingzeit. Das ist krass. Das ist schon krass. Halt ein Instant-Kill, ne? Das kann man jetzt nicht schlecht reden. Na gut, dann versuchen wir... Ja gut, das hier sollte ich jetzt tatsächlich noch mal ein bisschen abändern. Ich will euch wieder dabei. Ich will dich dabei haben. Und als Soldaten... Ach, was soll's. Euch mal wieder. Make my day. So. Level 22. Der Eisthron. The Frozen Throne. Ja, wenn das ja mal keine Anspielung ist auf... Egal. Endlich. Wir sind am Ziel. Die Ressourcen sind fast erschöpft und die Krieger leben unter Hunger und Erschöpfung. Die Winterkönigin wartet auf uns, um die letzte Schlacht zu schlagen. Jetzt werden wir diejenigen sein, die sie wieder in Gewahrsam nehmen. Ab heute werden die Bücher unsere Legende erzählen. Du hast es bis hierher geschafft. Aber genau wie den Winter kann man mich nicht aufhalten. Okay, es geht mit Draugern los. Und hier auch. Na gut. Don't get lost in the woods. Intruders beware. Here comes the pain. For the Dark Lord. We're the bad guys. Here comes the pain. Hier und hier will ich, glaube ich, Mausoleen... Irgendwo hier will ich in beiden Stellen auf jeden Fall noch Mausoleen bauen, damit ich noch Gargoyles hinzufügen kann. Glaube, ich sag mal hier und hier. Und dann machen wir mal hier und hier noch euch dazu. Es geht mit Draugern los. Draugern sind nicht so gefährlich. Catch my fire is coming. Any last words? I'm Lord of the Flame.
So. Also ich glaube, es ist nicht so wichtig, dass du einen Drauger insta-killen kannst. Wow, what the f... Hilft dem Yeti eine anständige Mahlzeit zu bekommen? Ist das eine Anspielung auf Ski-Free gewesen? Okay. Wir kommen jetzt als nächstes direkt Apex-Jäger. Na, ganz toll. Und da drüben kommen schon Frostriesen. Krakatoa. Willst du mir einen Gefallen machen und den one-shotten? Danke. Catch my fire. Summer is coming. Let's make some give-up. Manchmal muss man nur freundlich fragen und dann machen sie auch tatsächlich das, was sie sollen. Ich doch einfach mal direkt kaputt. I'm Lord of the Flame. Krakatoa. So, was kommt denn jetzt von da? Eisherzen. Die gehen dann da entlang. Okay. Eisherzen sind immer problematisch. Die haben keine Rüstung gegen das hier. Ihr wollt euch nachher hierhin bewegen. Catch my fire is coming. I'm Lord of the Flame. Fang bitte an anzugreifen. Danke. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Das kann ich schlecht beurteilen. Ich sehe noch nicht mal richtig dein Gesicht. Ich sehe nur so einen weißen Kreis, wo dein Gesicht sein soll. Krakatoa! Zumindest ist es weg. Hier kommen Drauger. Catch my fire. Hier will ich jetzt eigentlich so schnell wie möglich noch dich hinmachen. Summer is coming. Let's make some kebabs. Ach, ich hätte die Drau... Oh, komm schon, der war doch tot. I'm Lord of the Flame. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Catch my fire. This might sting. Summer is coming. I'm Lord of the Flame. Könnten wir den jetzt bitte mal vernichten? Danke. Oh, meine Fresse, ey. Der war tot. Krakatoa. Naja, immerhin hat sie ihn gewone-shottet, aber den One-Shot hätte sie sich für was anderes aufheben können. Okay, es kommen ja jetzt nur Drauger, von daher egal. I'm Lord of the Flame. Geh einfach mal so hoch wie möglich und greif die ganze Zeit an. Okay. Das hier mal. This might sting. So. Krakatoa. Geh vielleicht so hin, dass
alle von denen den Buff bekommen. So. Any last words? Wurzeln mal noch aufs Maximum. Und dann das hier. Catch my fire. Got milk? Summer is coming. I'm Lord of the Flame. Krakatoa. This might sting. Okay, machen wir euch mal weg. Oh Mist, den hätte ich jetzt vielleicht vernichten sollen. Catch my fire. Du musst hier helfen. I'm Lord of the Krakatoa. A glimmer and yours. Catch my fire. Summer is coming. Okay. Ihr haltet den ein bisschen in Reichweite. My fire is coming. Stärker machen. Dahin. Ghosts and ashes. I'm Lord of the Flames. Da helfen. My fire. Any last words? Boom. Ja, komm schon, richtig angreifen. I'm Lord of the Flame. Catch my fire. Okay. This might sting. Bitte vernichten. Danke. Summer is coming. I'm Lord of the Flame. So. Euch mal ein bisschen mehr Schaden geben. Das hier wegmachen. Da. Müssen wir euch mal so langsam, aber sicher auch ein bisschen stärker machen. A glimmer. Krakatoa, ist hoch. My fire. This might sting. Also es sieht ja schon so ein bisschen aus wie Deathwing aus World of Warcraft. Ich glaube, danach ist sie auch eindeutig gemodelt. Any last words? So, du hilfst vielleicht jetzt besser hier. Draugr sind nicht ganz so gefährlich wie diese Typen hier. Sage ich noch, und trotzdem geht sie auf die Draugr los. Let's make some kebabs. So. Ich hab das Geld nicht. All humans are my enemy. Any last words? I'm Lord of the Flame. Krakatoa. So, zack. Ihr haltet den mal ein kleines bisschen auf. Summer is coming. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. So, da.
sein. Krakatoa! Jetzt geht's so langsam aber sicher mit den stärkeren Gegnern los. So. So, vernichtet. Sehr schön. Catch my fire. Summer is coming. Komm, ihr geht mal dahin. Let's make some kebabs. Ich hau noch das hier rein. Und dann geht's weiter. A glimmer and you're toast. No man should have this power. Oh doch, ich sollte diese Macht haben und ich werde diese Macht auch haben. Ha, wenn ihr halt dem flammenden Juwel ausgesetzt seid, dann bringt es euch auch nichts, dass ihr euch eure Magieresistenz so hoch setzt. Ihr nehmt trotzdem unglaublich viel Schaden. Na gut, ein bisschen was bringt es schon. Sie würden nicht ganz so lange durchhalten, aber trotzdem. No man should have this power. Any last words? Dich mal weg. Euch. I'm Lord of the Flame. Der Winter kommt. Wirklich. Na gut, dann zeig mir doch mal, dass der Winter kommt. So. Let's make some kebabs. Ich sollte dich erst dann in Bewegung setzen, wenn er auch tatsächlich vollständig da ist. Du bist auf die Knochen durchgefroren, gib's zu. Nö, ich sitze bequem in einem relativ warmen Stuhl. Aber sind wir noch mal ganz ehrlich, Draugr zu One-Shotten ist nicht gerade so die beste Art und Weise, diese mächtige Fähigkeit einzusetzen, meine Liebe. Any last words? Ich weiß, du hast momentan nichts anderes, aber es ist es einfach nicht wirklich wert. Da setze ich dich lieber hier ein. Valetol, Valetol. Summer is coming. I'm Lord of the Flame. Let's make some kebabs. Krakatoa. Oh. Mist, der war jetzt ein bisschen zu schnell. This might sting. So. My fire. Summer is coming. Da helfen. Any last words? Nicht gut. I'm Lord of the Flame. Der wird wieder aufstehen. Ah, oder auch nicht. Krakatoa. Sorgen wir doch mal noch dafür, dass ich hier noch ein paar Gargoyles haben kann, nur zur Sicherheit. Let's make some kebabs.
power is too much. Das muss da unten auf jeden Fall helfen. Krakatoa! Catch my fire! Also die Tatsache, dass ich noch nicht mal alle meine Türme bauen musste, ist ein bisschen seltsam. So. Summer is coming. I'm Lord of the Flame. So, du gehst dahin. Krakatoa, catch my fire. Jetzt bin ich echt mal gespannt, wie der Bosskampf gegen die gute Dame wird. Seht, Sterbliche, der Winter ist da. Summer is coming. I'm Lord of the Flame. Okay. Ach, sie ist noch nicht vollständig aufgestogen. Bon Appetit! Okay. Das ist nicht wirklich sehr beeindruckend. Das konnte JT zum ersten Teil auch und der war absolut nutzlos. So, du gehst jetzt mal in die Reichweite der Türme. Und jetzt kommen hier nur Drauger oder was? Das ist nicht gerade sehr beeindruckend, meine Liebe. I'm Lord of the Flame. Du bist ja schon. Meine Güte. Du hast wirklich nicht viel zu bieten gehabt, oder? Einen Moment. Wir haben noch genug Zeit, um hier weiterzumachen. Ja, das sollte reichen. So. Was geht los mit... Oh mein Gott. Trauger und Eisschlitzer. Okay, For the Dark Lord, we're the bad guys. Machen's so. Ihr geht vorne dran, ihr hinten dran. This is a boomerang! Here comes the pain. Da hinten hin. For the Dark Lord. Ihr geht vor die. We're the bad guys. Also auf jeden Fall vor die Trolle, ne? Spin me around! Bangarang! Und dann müssen wir hier hinten... Here comes the pain. Fangen wir mal so an. Ich habe jetzt leider echt keine Ahnung,
in welcher Geschwindigkeit da am Anfang was kommt. Summer is coming. I'm Lord of the Flame. Krakatoa. This is a boomerang. Catch my fire. Spin me around. This might sting. So. Okay, ich glaube, ich muss euch aber auf jeden Fall ein bisschen stärker machen. Wenn dann nachher Eisschlitzer kommen, dann ist das sehr problematisch. Summer is coming. I'm Lord of the Flame. Krakatoa. So, machen wir euch mal auf das Level hier. Trolle kann ich ja leider nicht noch stärker machen. Das ist das Problem an Söldnern. This is a boomerang! Let's make some kebabs! Here comes the pain! So, bitte einfach alles vernichten, was sich zu nah in die Richtung Ausbringung bewegt. Oh, ich mache immer das Maximum. So, zumindest wenn jetzt Eisschlitzer kommen, dann sind die hier schon mal einigermaßen gerüstet. Und nicht zu früh gesprochen. Watch out for the thorns. Eieiei, Let's make some kebabs. Fire-ing! For the Dark Lord, we're the bad guys. This might sting. Here comes the pain. Ah, komm schon. Catch my fire. Any last words? Come on, make my day. I'm Lord of the Flame. Krakatoa. For the Dark Lord. Let's make some kebabs. Make my day. Catch my fire. Ihr braucht hier Unterstützung. Watch out for the thorns. Summer is coming. Any last words? Watch out for the thorns! Okay. Watch out for the thorns! Watch out for the thorns! Let's make some kebabs! Geht mal hier hin. Habt ihr zumindest die Möglichkeit, da noch zusätzlich anzugreifen. Ich glaube nämlich, das war's eigentlich schon. What goes around? Ansonsten würdet ihr mir ja so langsam aber sicher mal noch was Zusätzliches geben. This might sting. Und hinten dran. Und ja, das scheint's gewesen zu sein. Absolut ohne Probleme. Ja gut. Du hast auf jeden Fall einen guten Job gemacht, Mokle, und das will ich nicht verneinen. Was mache ich denn jetzt? Habe ich in diesem Teil noch Zeit für irgendwas? Wir sind schon bei 40 Minuten.
Ja, ich glaube, dann mache ich an dieser Stelle einen Cut. Und als nächstes ist das uralte Tor dran, würde ich sagen. Das ist Level 23. Kriegen wir dann da Level 25. Und das wird erst hier freigeschaltet. Okay, der letzte Held wird einer hier. Einer ungefähr hier, würde ich jetzt mal schätzen. Dann Türme. 24. Oh. Also das heißt natürlich, das wird freigeschaltet, sobald wir hier den ersten Level abgeschlossen haben. Neue Türme. Ja, da bin ich dann auch mal gespannt drauf. Aber das war's für heute mit Kingdom Rush Vengeance. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.